Hi, danke fürs Einschalten. Ja, mal wieder vor Friede. Mal wieder vor Friede. Ich mache einfach direkt, es geht direkt los. Okay. Konzentrieren. Bisschen konzentrieren. Sind schon viele Versuche, wie schnell dieser Angriff kommt, ne? Mann, ey. Nee, warum sauf ich? Okay. Ach komm. Ah!
Ah, fuck. Aber ich bin voll, okay. Ach, come on! Oh! Nee! Ja! Oh Gott! Oh Gott, war das wieder knapp, ey! Oh. Oh Mann, oh Mann. Nice. Das funzt wirklich. Brusttrommeln und jetzt jonglieren, ja. Ah. Zum Trümmerhaufen reisen, nee. Ich will einmal checken, was die Dame mit dem Bild jetzt macht. GG, easy, GG. Paul, grüß dich, hi. Danke, Leute, danke. Ah, das war jetzt aber auch eine schwere Geburt, ey. Those who aren't kin to fire cannot paint a world. Those absorbed by fire must not paint a world. Don't worry, I haven't forgotten, Mother. I can hear the fire crackle, and soon I will see it. My thanks, Ashen One. I will finish the painting of a cold, dark, and very gentle place so that it might make a home for someone someday. My thanks, Ashen One. Okay. I will. Gut. Nix Besonderes. Oh. Sollte ich jetzt über das hintere Leuchtfeuer zum Dings reisen? Ja, ne? Wahrscheinlich. Gibt's noch einen Boss im DLC oder bin ich jetzt durch? Die Grabwächter sind erledigt. Ja. Wolf und Dude sind erledigt. Trümmerhaufen. Wage den Sprung. Verliere ich da unten meine Seelen? Ich gehe erst kurz die Seelen ausgeben. 72.000 sind ja dann doch ein paar. Ach, ist hier weitermachen, ist dann das nächste DLC oder wie? Nice. Ich brauche wieder so 90.000 für zwei Level, ne? Ah, einmal gucken, was... Sie gibt mir wahrscheinlich die Sense. Aber ich guck trotzdem. Pff.
Friedes Großsense. Naja, dafür bräuchte ich halt dann auch noch 2 Intelligenz. Und leveln kann ich sie auch nicht. Also ist Quatsch. Was ist das hier? Rose Ariandels Peitsche. Ah, nee, okay, komm. Dann schlucken wir die. Dann lucke ich die jetzt. Das könnte vielleicht gerade so für 2. Die Sense ist geil. Ja, glaube ich. Aber ich kann sie auch nicht hochleveln und nix. Ashen One, thou, then I am of thous. Very well, then taken. Achso, jetzt. Vorhin hatte irgendwer gefragt, welches Level ich bin. Stufe 90 bin ich jetzt. Guck. Okay, Trümmerhaufen. Oh, nicht runterrollen bitte jetzt. Okay, da ist noch einer. Die machen ganz schön viel Schaden, ey. Irgendwas? Nee. The fuck? aua, du machst auch Schaden. Mein Gott. Aua. Oh. Ach, danke. Puh. Titanitbrocken. Titanitbrocken. Leider nichts von dem Zeug. Das ist Harald. Echt? Heißt der so? Aquamarindolch. Spannend. Magie. Stärke, Geschicklichkeit, Dings, ja, okay. Haben wir natürlich alles nicht gelevelt.
Seitdem ich... Okay. Das war dann auch der komplette zweite DLC her. Oh. Erschreckt mich halt, Spiel. Ey! Oh nee, er grabbelt mich. Ja, ist ja gut jetzt. Wow, was bist du denn? Dunkeltitanit, okay. Ja, nee. Nee, Leute, nee, 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 nee. Wage den Sprung. Ah, Hilfe. Okay, irgendwas lasert. Oh mein Gott, was ist das? Warte, 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 warte. Nicht jetzt, nicht, 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 nicht. Blitzurne, okay. Biblisch akkurate Engel, oder wie? Oh. Oh, okay. Dann nicht, dann halt gegen die beiden hier, obwohl ich da auch nicht so begeistert gerade bin. Jetzt seid ihr auch noch aufgepumpt. Geht's hier weiter? Ach Leute. Mir ist hier zu viel los. Ist mir egal, was da steht. Da steht wahrscheinlich, wage den Sprung. Aua. Okay. Na, nice. Gut, so viel dazu. Oh. Lol, der schießt ja auf alles. Wo geht's weiter? Lol. Da hängen zwei. Als ob er mich... Du glaubst es ja nicht. Ey, stopp! Nee, nee, ihr kleinen Bastarde, ihr kleinen dreckigen... Miesen. Und dann treffe ich sie nicht mal. Jetzt, danke. Mein Gott.
Hi. Kleine mistigen Zappler. Kleinen mistigen Zappler. Ob er mich trifft. Nee, da kommt schon wieder einer. Da ist Harald. Hey! Oh oh, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aua. Nee, aua. Schon wieder irgendwelche Wurzeln. Ach, verflucht werde ich hier auch irgendwo. Okay. Oh, lass mal gut sein. Oh, Wüstenpyromantin. So, jetzt wir beide. Ach, fuck. Ey, irgendwann ist gut mit... Kommt sie jetzt wieder hier hoch? Bin ich hier überhaupt auf dem richtigen Weg? Ja, sieht so aus. Kommt sie jetzt oder ist sie jetzt einfach da unten? Okay, ich glaube, sie ist einfach da unten. So, mein gutester Engel, bist du hier noch irgendwo? Yep, bist du. Es sind zwei. Na klar. Scheiße, wo geht's hier weiter? Okay. Warum werde ich hier verflucht? Was ist hier, was mich verflucht? Direkt am Leuchtfeuer, was? Was für ein Unsinn. Hallo? Ich war doch hier am Leuchtfeuer jetzt. Mach das weg, bitte. Danke. Hier steht immer das Gleiche, ne? Wage den Sprung, du wirst nicht sterben. Dämon in Agonie und Dämon von unterhalb. Okay, alles klar. Wir haben gleich zwei schon wieder. Wieder einmal zwei Boys. Und wieder einmal magiern sie sich einen zurecht.
Aua. Nee, 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 scheiße. Ah. Welcome to DLC, ja. Ach, Leute. Friede ist zu zweit. Der Grabtyp ist zu zweit. Die beiden sind zu zweit. Ah, okay. Warum habe ich 180 Seelen? Ich bin doch gerade gestorben. Gibt's hier in der Arena irgendwas Spannendes? Nee. Aber ich will auf jeden Fall den da, glaube ich, zuerst killen. Den hier. Oder auch nicht. Ist es der andere? Boah, ihr seid... Doch, der da ist es. Der müsste es sein. Oder können beide das gleiche? Nee, ne? Würde ich jetzt nicht vermuten. Nee, den unterhalb will ich eigentlich killen. Den anderen. Dich. Aber der andere kommt mir schneller hinterher, ne? Aber das ist genau das, was das Spiel hier beabsichtigt mit der Nummer. Ich muss erst den killen, den ich hier anvisiert habe. Ah, der andere kann das auch. Okay, ja, dann ist es, glaube ich, wahrscheinlich egal. Ah, die wechseln. Die wechseln sich mit dem Blödsinn, den sie können, durch. Ah, guck mal an. Okay, verstehe. Dann gehe ich immer auf den, der... den die grüne Grütze macht. Der, der nicht leuchtet. Nicht grüne Grütze, die lila Grütze. Ist es eine gute Idee... die abwechselnd anzugreifen, ich habe keine Ahnung. Und ich bin mir sicher, niemand wird es mir sagen. Oh, oh, scheiße. Okay, nee, sie können das auch gleichzeitig machen. Sie können auch gleichzeitig rot werden. Okay. Nee, dann... dann ist es, glaube ich, relativ egal. Würde ich meinen. Ich dachte, sie wechseln sich da vielleicht ab, dass wenn sie ihren... dass das durchwechselt. Wenn der eine lila wird, dass der andere dann rot ist und so. Na, ihr wisst, wie ich meine. Aber in dem Fall... Schneefall.
Okay. Meine Fresse. Erstmal ein bisschen die Muster anschauen, aber Alter. Boah. Junge, Junge. Habe ich irgendwas Cooles gefunden bisher? Irgendwas. Warte mal, kann ich? Kann ich auf die Waffe? Auf die Waffe müsste ich doch sowas drauf machen können, oder? Einfach mal Probe halber. Nee, kann ich nicht. Schade, warum nicht? Feuer? Auch nicht. Muss es das Schnelle sein? Auch nicht. Warum kann ich sowas nicht auf die Waffe machen? Was hat die Besonderes, dass ich das nicht kann? Warum darf ich meine Waffe nicht anzünden? Ist doch mies. Ist gemein. Hebt Aushöhlung auf. Wait. Nee. Ich will das einmal benutzen. Ich hab 4 davon. Kann ich nicht benutzen. Okay. Warum darf ich meine Waffe nicht anzünden, Leute? Die hat doch kein... Das ganz normale Schlachtermesser plus 10. Die hat ja keinen zusätzlichen Effekt. Wegen dem Schärfen? Die Windmühle vorhin gesehen. Gibt es eine Windmühle? Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob da irgendwo eine Windmühle war, Leute. Chaoskette! Hey! Das war die aus Dark Souls 2. Ah, cool. Chaoskette, Dankeschön für den Raid. Hi! Grüß dich an die Leute. Hallihallo an die Leute von Chaoskette. Schön, dass ihr am Start seid. Und auch alle anderen, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Was geht, Chaoskette? Wie war dein Stream? Warte mal. Lass mich durch! Zwei Bosse, die dich extrem genervt haben. Jetzt zum Ende. Welche waren das denn, wenn ich fragen darf? Die beiden hier vielleicht? Oh mein Gott. Du spielst einen Mod. Ah, oh mein Gott, es gibt auch noch Mods. Oh, stimmt, ich habe irgendwas gehört davon, dass es wohl eine Mod gibt, die quasi Dark Souls 4 ist oder sowas. Habe ich sowas gelesen? Kann sein. Habe ich das gelesen? Ich glaube ja. Nee, nicht hauen. So viele geile Mods, sagt er. Okay. Mal kurz gucken. Okay, die Bombe hat gar nichts gebracht. Ihr wollt mir sagen, es gibt noch einen Haufen Zeug, was ich erleben kann innerhalb dieser Spiele?
mehrere Souls-Games zusammengewürfelt. Elden Ring Randomizer. Oh mein Gott, jetzt wird's aber wild. Ah, nee. Oh Mann, die wollen mich verhauen. Hilfe. Ich finde das gar nicht so geil, wenn ihr beide das Prügeln anfangt. Oh, synchron. Synchron prügeln. Oh Gott. Der Thorsten hat alle Randomizer schon durch. Okay, läuft. Trotzdem spielst du wie ein Noob manchmal. Ach ja. Bis heute habe ich auch gedacht, jetzt habe ich dann langsam alles gesehen. Aber nee. Nee, ganz und gar nicht. Ah ja. Zwei gewaltige Riesendämonen, die ganz anders auf mich einprügeln. Oh, nicht zu zweit, nicht zu zweit, nicht zu zweit, bitte nicht zu zweit hauen. Das ist unfair. Ihr habt nie wie damals auf dem Schulhof euch geprügelt, ne? Da hat man gelernt, was Fairness bedeutet. Leute, man geht nicht zu zweit auf einen. Ah, durch. Aua. Nee, 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 nicht vergiften jetzt. Ich will den noch ein bisschen prügeln hier. Ach komm, kann der eine sich nicht abhauen jetzt? Der Rote. Dass ich einmal ein bisschen den anderen prügeln kann. Ah, er ist abgekühlt. Okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Oh, jetzt zündet sich der an. Gut, aber das ist jetzt erstmal nicht so schlecht. Ich laufe ein Stück weg. So, ich will ja den verprügeln. Dann kann der andere jetzt erstmal ein bisschen weiter hinten bleiben. Nice, 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 nice. Gut, 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 gut. So, bist du mir böse? Wie machen wir zwei das jetzt? Oh ja, okay, du scheinst nicht besonders glücklich drüber zu sein. Aua. Autsch. Oh. Nicht jetzt, nicht jetzt. Oh oh.
Am liebsten wäre mir tatsächlich sowas in der Richtung, aber nicht so, nein. Komm schon. Okay, war's das oder gibt's hier jetzt noch was? Oh nein. Nee. Oh nee. Ach, Flügelchen. Okay, und Magieblödsinn, Magieblödsinn, ganz viel Magieblödsinn. Oh, und Feuerspuren und keine Ahnung was. Boah, okay. Fäuste nach oben heißt... Oh, nee. Ich weiß nicht, was hier los ist. Was passiert hier? Nein, Hilfe, bitte, holt mich hier aus. Oh Gott. Nee, was ist das denn? Jetzt macht er eine Sonne. Nicht eine Sonne machen. Das ist nicht cool. Ah, Meteoriteneinschläge. Oh Gott, und instant tot. Ach du Scheiße. Wow. Oh Gott. Phase 2 ist Progress. Sepp, grüß dich. Hi. Oh Mann, ich weiß nicht mal, was genau mich getroffen hat. Oh. Ich glaube, wenn er die Sonne macht, dann muss ich wohl hin und ihm ein bisschen Schaden machen. Ich kann ihn das nicht einfach so tun lassen. Oh Gott, ich will nicht nochmal. Ich will da nicht nochmal runter. Ich weiß nicht, wann ich es gesagt habe, gestern oder so. Habe ich gesagt, ich habe zu viel Elden Ring gespielt, ich brauche eine Abwechslung. Oh ja, Ringe könnte ich mal gucken. Ja, danke Julius, gucke ich gleich. Ich habe gesagt, ich habe zu viel Elden Ring die letzten 2 Wochen gespielt. Ich brauche eine Abwechslung. Und fand Dark Souls 3 hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt habe ich einfach Nameless, Friede, Grabwächter und jetzt diese 2 Dämonen innerhalb kürzester Zeit. Oh Gott. Oh. Oh. Heute 2 besiegt, ja. Ah, und gestern Nameless besiegt. Physische Schadensminderung. Ah. Okay, es hilft halt in der ersten Phase, ne? Weil wenn er so prügelt, wenn die einen verhauen mit ihren Kratzdingern, das müsste physisch sein. Erhöht Trefferpunkte, Ausdauer und maximale Belastung. Habe ich da nicht schon einen dran, der sowas macht? Halt Stärke.
Das ist natürlich eigentlich ganz cool. Ja, gibt ein bisschen mehr Leben. Es kann nur schlimmer werden. Julius, es wird... Seitdem ich den Nameless besiegt habe, gefühlt schlimmer. Oh. Was habe ich denn hier noch? Erhöht die durch Estus Flakon regenerierten Trefferpunkte. Ja, den könnte ich eventuell mal austauschen gegen... Habe ich irgendwas, was Feuer... Feuerresi. Noch zusätzlich. Nee, ich habe nichts für nichts gegen Feuer. Die From Software Reise ist noch sehr lang. Ja, das denke ich auch. Dieses Gefühl bekomme ich auch langsam. Warum kriege ich da, warum habe ich jetzt 360? Kriege ich Seelen von den beiden Boys hier? Dass sie auch zu zweit starten, ne? Es reicht ja echt nicht, dass ich irgendwie so eine Friede, die dann auch zu zweit ist am Ende, ne? Reicht ja nicht. Ich sehe ja nicht mal richtig, wo die beiden Jungs hier... Was hier genau passiert, ehrlich gesagt. Oh Gott. Also wenn sie beide so sind, das ist, keine Ahnung, brauche ich nicht. Brauche ich nicht machen. Aua. Okay. Nicht giften. Oh. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, ob ich hier... Nee, ich sollte, glaube ich, nicht so nah dran stehen, ne? Der explodiert einmal fett. Ich kann ihm ja jetzt auch keinen Schaden machen, weil kein Lebensbalken da ist. Vielleicht jetzt, wenn ich früh genug dran bin, dass ich hier schon mal ein bisschen... Okay, auf ihn zurollen ist kein guter Plan.
in das Feuer reinrollen ist auch nicht so geil. Aua, okay, da waren die Fäuste oben, ich hab's vorhin noch gesagt. Oh, er lasert! Aber anders. Mist, ich wollte zu viel. Hat er sich gerade irgendwie geheilt oder habe ich tatsächlich nur so wenig Schaden gemacht? Oh Mann. Puh, okay. Ich habe nur eine Menschlichkeit. Die Blitzurne habe ich noch nicht ausprobiert. Und ich sollte meine Waffe, glaube ich, mal zwischendurch, kann ich ja das benutzen. Das Schleifen der Waffe. Könnte hilfreich sein. Hallo, ihr zwei. Haha, hey, ja, oh Gott, ah, ja, ich habe nichts gesehen. Nee, so darf ich es nicht machen. Ich muss doch den angreifen, der nah bei mir ist, ist besser. Weil da kann ich easy, wenn er zuschlägt, auf ihn, in ihn reinrollen, dann ist das eine super Sache. Das geht. Und dann hat er bestimmt... Die zweite Phase ist ja bestimmt auch noch so, dass der nach 50% nochmal übler wird und mir noch heftiger eine auf die Fresse geben will. Nicht zu zweit hauen. Oh. Ja, wenn sie zu zweit so sind, da muss ich weglaufen. Das muss ich im Auge behalten. Da bleibt nichts anderes übrig. Also, wenn sie zu zweit leuchten, weglaufen. Ansonsten den angreifen, der nah bei mir ist und leuchtet. Dann warten, bis er abkühlt. Und wenn einer abgekühlt ist, dann ist der kurz in so einem... in der Verschnaufpause. Und da kann ich nochmal viel Schaden machen. Also, du zündest dich zuerst an. Mist. Hat nicht gereicht. Ah, fuck, ich hätte ihn stunnen. Ah, er war gestunnt. Schade. Okay, egal. Kühlt der andere gerade ab? Nee, okay, sobald der so explodiert, kühlt er ab. Okay, komm, 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 komm. Ah, zu spät. Schade. Also, jetzt auf den. Hmm.
den Brutzler nicht gesehen. Scheiße. Nee, 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 nicht vergiften jetzt auch noch. So, er zündet sich an. Das heißt, er kommt jetzt zu mir. Ah, fuck. Ah, viel zu viel saufen müssen. Nee, wir haben gesagt, weglaufen, wenn sie beide brutzeln. Wenn sie beide brutzeln, weglaufen. Und dann schauen, welcher explodiert. Wer explodiert? Ach, Schande. Ach, Mist. Ja, ich habe sowieso zu viel heilen müssen. Boah. Das ist aber auch echt eine miese Nummer hier. Uff, uff, uff. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt schon die Menschlichkeit rausknall, wenn ich die erste Phase hinter mir habe. Aber ich glaube, es ist noch keine gute Idee. Ich habe noch zu wenig Erfahrung. In Phase 2. Oh, zu zweit. Nee, ach, lass mich zu deinem Kumpel. Ach, nee, das hat einfach keinen Wert. Ach, Fluch. Muss schon wieder zu viel saufen. Oh, die eine Runde hatte so gut geklappt und jetzt wieder, jetzt das. Wo in Dark Souls 1 gibt es eigentlich eine Windmühle, wenn ich mal so fragen darf? An welcher Stelle? Ich hab's gar nicht im Kopf gerade. Weil es vorhin hieß, hier gibt's irgendwo die Windmühle aus Dark Souls 1. Ah, hi.
Für mich ist Schlafenszeit. Miko, schön, dass du am Start warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ah, Fluch. Naja, Mist. Ah. Das war wieder kein schlechter Versuch in der ersten Phase, aber ja, ich brauche halt Übung in der zweiten Phase. Und diese Feuermagie, das Feuermagiezeug aus der Luft, Entfernungsgedönse, Flächenschaden, Zeugs. Oh, gar nicht mein Fall. Okay. So. Nee, nicht in ihn reinrollen, nicht gut. Wie roll ich da weg, ey? Keine Ahnung, es trifft mich einfach alles. Es trifft mich einfach alles. Alles, was er macht, trifft mich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ihr Leute auf Twitch, bleibt noch kurz dran. Das wird nur ein YouTube-Outro. Da sage ich nämlich danke fürs Einschalten. Und schön, dass ihr dabei wart und immer wieder einschaltet und mich beim Verzweifeln seht, dass ihr mir beim Verzweifeln zuseht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.